Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, mein allererstes, nee, ist gar nicht mein allererstes Point-and-Click-Adventure, aber ich wollte mal ein Point-and-Click-Adventure Let's Playen und nach Lego Harry Potter war es natürlich klar, dass es kein Shooter, also dass es kein Shooter wird, dass es ein eher, ja, ich würde nicht sagen familienfreundliches Let's Play, aber auf jeden Fall etwas, was nicht die USK 16 hat. Daher habe ich mich für ein Spiel aus dem Hause der Dalek entschieden, wie schon erwähnt, Edna bricht aus. Es ist kein Blind Run, ich habe das Spiel schon einmal gespielt, auch relativ zügig, also ich habe nicht alles mit allem probiert, werde ich auch nicht machen, weil das zu viel Zeit fressen würde. Ich werde ein bisschen da mal aus Spaß was probieren, aber nicht alles mit allem kombinieren, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Ich würde dann sagen, wir machen ein neues Spiel. Und lassen das Intro durchlaufen. The Dalek präsentiert. Ein Spiel von Poki. Gut, das lese ich jetzt nicht alles vor. Und da sind wir. Ah, nee. Noch hat's nicht angefangen. Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Edna bricht aus. Und zack, da starten wir mit dem Interface in dieser lustigen Gummizelle. Ja, wie ihr hier oben seht, ich spiele die Sammler-Edition. Ich habe zwar beide Versionen, aber es ist, glaube ich, interessanter, dann noch die Entwicklerkommentare von Poki zu hören. Dem guten Jan Müller-Michaelis, dem Schöpfer dieses Meisterwerks. Ich finde dieses Spiel richtig geil, vor allem wenn man bedenkt, dass es im Kern nur eine Diplomarbeit, glaube ich, war. Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, ich habe keinen Schimmer. Aber okay, ich bin am Überlegen. Probieren wir erst ein bisschen oder hören wir uns immer erst den Kommentar an? Ich weiß, dass hier hin und wieder ein kleiner Spoiler immer mit drin ist, aber da ich das Spiel sowieso schon kenne, hören wir uns ihn erstmal an. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jan Müller-Michaelis, ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen, so stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel, und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja, ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt hier 30 bis 40 Minuten in der Zelle sitzen, aber ja, okay, doch mit den ganzen Dialogen, ja,
Als ich das erste Mal gespielt habe, ich habe auch knapp eine halbe Stunde gebraucht. Beziehungsweise 30, 40 Minuten, das passt schon gut. So, was machen wir denn als erstes? Wir reden erstmal mit Harvey. Hallo? Hallo Edna. Was gibt's? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Gut. Wo sind wir hier denn? Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Wer mit seinem Stoffhasen spricht, hat immer recht. Wie geht es dir, Harf? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Okay. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Gut, mit der Leertaste können wir nämlich die Hotspots sehen. Okay, viele, viele Polster, ein Tisch, ein Stuhlbein, worauf man erst nicht kommt. Das war nämlich das, woran ich so lange gesessen habe, bis ich es gefunden hatte. Plus Tür, plus Gitter. Ja, das sind die Sachen, mit denen wir interagieren können. Wir können ja HW erstmal mit Polstern benutzen. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ist da drin bald mal Ruhe? Nö. Ja. Reden wir mal mit den Polstern. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. Gut. Auch eine sehr, ja, witzig, es ist eigentlich ein richtig geiles Feature, dass man wirklich mit allem reden kann, alles versuchen kann zu nehmen. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Ja, bist kein Ritzenpflücker. Man kann alles ansehen. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Reden haben wir schon, benutzen. Oder das. Alle, ich glaube, das werde ich nicht immer machen. Also ich werde jetzt nicht alles machen und dann einfach mal. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Auch wenn es wirklich teilweise witzige Dialoge gibt, wenn man halt alles mit allem probiert, aber da empfehle ich das Spiel selber zu kaufen. Es gibt es wie gesagt, in zwei Variationen. Einmal in der normalen Edition, ohne die Entwicklerkommentare. Und halt in der, ja, und in der Sammleredition. Also in zwei Editionen. Ich habe beide einmal durch die CBS und einmal die Sammleredition gekauft. Gekauft natürlich, ja. Okay. Was machen wir denn als erstes? Ich würde mal sagen, wir benutzen HW mit. Halt, nein, nein, nein. Wir reden erstmal mit dem Kasper hier draußen. Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Ich hasse dich, Tür. Ach ja, wie man auch gesehen hat, der gute Harvey als Projektion des Unterbewusstseins von der lieben Edna redet auch für die ganzen Gegenstände auch sehr witzig, meiner Meinung nach. Was können wir denn mit ihm hier mit der Tür Kannst du machen? mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar, ich hol nur gerade mein Schweißgerät. Im Ernst, es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Ironie sei Dank. So. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Versuch wär's doch wert. Gut, 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 gut. Stuhl. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Ein ganzer Stuhl. Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine! Ramschware aus dem Möbeldiscount. Dann versuchen wir mal, das Teil zu nehmen. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Zack, und schon haben wir unser erstes Item, das Stuhlbein. Wie ihr seht, ich habe jetzt nicht alles erst mit dem Stuhlbein da verwendet. Ich versuche das Ganze. Ich will nicht unbedingt ein Walkthrough rausmachen, aber halt sehr zielgerecht auch schon spielen. Ein stumpfes Stuhlbein.
Nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen. Ah. Wie rücksichtslos von Dr. Marcel, dass er dir keinen Presslufthammer in die Zelle stellt. Genau. Oh, hätte schon was, so Presslufthammer, aber nicht heute. Dann machen wir da mal ein gutes Ausbruchinstrument raus. Krack. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Gut, immerhin haben wir so schon eine kleine Waffe. Lasst uns die Tür hauen. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Sehr stark gezeichnet. Schlechter Wortwitz. Ich bin kein witziger Mensch. Egal, wir schneiden mal ein bisschen in die Polster, weil wir es können. Ich bin dafür, wir machen alle Polster kaputt. Damit wir schön... Wir sind ja eine Irre, wir müssen halt uns auch irre verhalten. So sagt es die Story, also sind wir irre. Und verhalten es dementsprechend. So. Zack, 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 zack. Ja, ja. Sowas dauert. Ich zerschlitze gerne Polster, deswegen hab ich kein eigenes Sofa. Ne, doch, ich hab eins. Ich bin schlecht im Singen und im Dichten und im Reimen und in allem anderen. Wie weit kommt sie denn hier? Kommt sie an die? Ach, an die Polster kommt sie auch. Oh. Oha, oha, oha. So. Dort auch nochmal. Und dort nochmal. Schlitz, 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 Schlitz. Dann machen wir... Ne, hier in der unteren Reihe geht's nicht. Dann machen wir mit der Reihe weiter. Hallo. Und gleich, wenn wir dann... bis wohin kommen wir? Diese Reihe noch. Also diese beiden und die Reihe noch. Dann fangen wir an mal mit dem netten Herrn, den wir vorhin bei unserem Schreiakt... zu hören bekommen haben, der gute Wächter hier. Mit dem reden wir gleich dann auch mal. Weiß gar nicht, wie lange mache ich die Parts? Da Edna bricht aus ja nicht die anspruchsvollste Grafik durch den lustigen Zeichenstil oder generell durch die Zeichengrafik. Könnte ich die Parts auch eigentlich mal so 30 Minuten machen? Also von der Größe her ist das locker machbar. Auflösung ist auch nicht so hoch. Hier werdet ihr auf jeden Fall, ich kann auch nicht mal verraten, ob ich jetzt hier schwarze Ränder haben werde oder ob ich das ziehe. Nee, ich glaube schwarze Ränder. Hier kann man die Auflösung nicht höher stellen, also belasse ich es besser bei der jetzigen. Also habt ihr links und rechts schwarze Ränder. Bedauerlich, aber naja, gibt Schlimmeres, man erkennt trotzdem alles. So, und wie man der, Faden verloren. Was ich sagen wollte, der aufmerksame Zuschauer sieht zerschlitztes Polster, 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 und zerschlitztes Polster. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Hast du, Picasso, hast du. Komm. Ein Kunstwerk. Okay, dann halt nicht. Dann reden wir mal mit dem Gitter. Hallo? 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 Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Natürlich nicht. Wir reden weiter. Hey! Ich demonstriere, ich protestiere. Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Oh, da gibt's vieles. Wo bin ich hier? Schätzchen. Wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Ich hasse diese Lache. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ich schon. Ist noch was? So, ja. Er hat uns immer noch nicht gesagt, wo wir sind. Aber gut, er hat das Wort Irren in den Mund genommen, dann kann man das ja eigentlich auch aus dem ganzen Kontext hier ableiten. Vor allem, weil wir in einer Gummizelle sind. Dass wir nicht in Tante Ketes... Nee,
Ich habe einen Faden verloren. Dass wir nicht in irgendeinem Supermarkt sind, sieht man ja eigentlich sofort. Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Meine Rede. I'm not crazy. Ich bin nicht verrückt, Kollege. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Du Witzebold, du. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Na, ich dachte, er sagt schon wieder Jepp. Der Mann sagt nämlich sehr oft Jepp und lacht eklig. Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Du sagst es. Nee, das machen wir gleich. Lass mich raus! Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Ja, hier, ich hab Hunger. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Also er speist mich einfach so ab. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Du genauso wenig, weil du die Tür bewachst. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Nein, ich muss wirklich. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Naja, ich glaube, das bringt auch nichts, wenn wir weiterklicken. Oder ehrlich gesagt, weiß ich. Ich habe heute Versprecher. Das ist unter aller Sau. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Du ekliger Du. Okay. Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Was machen wir denn? Nein. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Später! Bah, du bist so eklig, Kollege. Ja. Vergiss es. Ja, genau. Oh, ich mag die Lache von dem nicht, deswegen habe ich die auch übersprungen. So, ich wollte mal eben kurz was probieren, ob das jetzt schon geht. Warum sollte ich es noch weiter zerstören? Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt fast 20 Minuten für die erste Folge, soll das jetzt erstmal reichen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Haben wir schon mal ein bisschen randaliert. Wir werden auf jeden Fall im ersten Akt dieses Spiels noch sehr, sehr viel beschmieren, kaputt machen, whatever. Und ich schätze mal, im nächsten Part kommen wir auch schon aus dieser Zelle raus. Oder nee, gar nicht mal. Es kommt ja noch, dann kann es noch bis zum dritten Part oder so dauern. Ich will aber auch noch nicht zu viel versprechen.
Ich hoffe, wie gesagt, euch gefällt dieses Projekt, mir auf jeden Fall. Ist mal was anderes zu dem sonstigen Spielen, die ich sonst so spiele. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Tschüss.